Herzlich willkommen zu 1000 PSTV zur dritten Fatboy-Show. Diesmal aus Istrien, die Halbinsel, die mir persönlich irrsinnig taugt. Da bin ich schon irrsinnig oft gewesen. Und ich fahre wirklich gern mit einer Harley auf Istrien. Warum? Na, das ist so, die Straßen sind relativ schlecht. Wenn es regnet, ist es so rutschig wie Glatteis. Das ist ein Wahnsinn, da habe ich schon echte Dramen erlebt. Das war wirklich irre. Ja, und deswegen fahre ich auf Istrien nicht gern schnell. Weil ich weiß nie, ob die Kurven jetzt einen Grip hat oder nicht. Und außerdem bin ich auf Istrien sowieso immer im Urlaubmodus. Das heißt, ich will schon Motorradl fahren, aber ich will halt irrsinnig genussvoll Motorradl fahren. Und da ist natürlich der Fatboy wirklich ein Wahnsinn. Du polterst da durch das Land mit einem 60er, 70er, manchmal fährst du einen 80er oder einen 100er, wenn es ausgeht. Du brauchst natürlich nie die spätesten Bremspunkte, du brauchst nie die größten Schräglagen, du brauchst einfach die Bereitschaft, dass dieses wunderbare Land, das ja nicht weit von uns weg ist, aufsaugst. Ja, das gelingt mir halt auf dem Fatboy. Sitze drauf wie der Kaiser, polter so durchs Land und fühle mich einfach irrsinnig wohl. Schräglagenfreiheit ist in Istrien kein Thema. Manchmal erwischt sie natürlich, dass diese Strickbretter schleifen, dann hast nicht die Möglichkeit, dass du weiter umlegst, weil irgendwann der Rahmen dort aufsetzt. Das ist nicht gescheit, sondern du reduzierst dann die Kurven, den Kurvenradius einfach durch das Reduzieren der Geschwindigkeit. Ich meine, das ist eine leichte Übung. Und wie gesagt, es passiert sehr selten, weil es sowieso sehr rutschig ist. Mühsam ist es, weil ich fahre mit dem Fatboy jetzt natürlich nicht gern von Wien diese 500 Kilometer da oben, weil ich ja meistens einen Zeitdruck habe und dann fahre ich immer auf der Autobahn. Und auf der Autobahn mit dem Fatboy, na, das ist wertlos. Das kann man schon machen natürlich. Er geht ja, de facto geht er fast 200, aber das macht man nicht. Das, meiner Meinung nach, fühlt sich dann der Motor nicht gut an. Es ist ein irrer Winddruck, hängst wie ein Segel im Wind. Also das macht mir persönlich keinen Spaß. Das heißt, ich lade auf dem Pickup, fahre dort oben und genieße dann da unten einfach wirklich nur so kurze Ausfahrten, kurze Ausflüge und bin dann aber wirklich sehr, sehr glücklich. Beim Motor ist es generell so, da bin ich eh schon in meinen Fatboy-Schauden, in den Vorgängen darauf eingegangen, am leibendsten ist er natürlich im Teillastbereich. Also Vollgas fahren tue ich das quasi nie. Das ist ganz selten, dass man das auskommt, weil er hört sich nicht gut an, er fühlt sich nicht gut an bei Vollgas und er hat sowieso keine Leistung. Aber in dem mittleren Bereich, der sehr tief ist, nämlich bei so 3000 Umdrehungen, zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen, fährt das wie nichts anderes. Das ist ein unglaublich leibender Schub, der ist so ein bisschen bebend mitreißt. Und da schmecken dann die Chewabern einfach viel, viel besser. Also ich bin ein ganz großer Fan vom Fatboy und bin wirklich glücklich, dass ich da in Istrien bin. Und weil ich jetzt oft höre, naja, da unten ist der Asphalt so schlecht, da muss man sich ja fürchten, dass er ihn aufhaut. Ich habe halt überhaupt keine Angst. Weil ich fahre mit dem Fatboy einfach nicht schnell. Und ich weiß ganz genau, na, wenn er ein bisschen rutscht, na, das da fängt mir ein, solange man nicht erschrickt. Und ja, so ducke ich durch die Ortschaften. Ich ducke am Meer entlang, 60, 70, 80, bei 80 reicht es mir meistens schon und hin und wieder fährst halt 100 oder 120, wenn du jemanden überholen musst, der jetzt halt einfach mit seinem Wohnwagen irrsinnig erbärmlich dahin eiert. Ja, Freunde, ich muss eh bald schon wieder zurück, ich habe jetzt eine Woche Tennis gespielt, gehe ein bisschen ungeschmeidig, aber es wird schon wieder. Danke sehr, bis zum nächsten Mal. Thank you.